Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo, bei dem ich sehr gern die ein oder andere Sache mit euch besprechen möchte. In den vergangenen Videos, die ich hochgeladen habe, habe ich in den Kommentaren immer wieder verschiedene Fragen gesehen, immer verschiedenes Unwissen und jede Frage ständig zu beantworten ist nicht nur nervig für mich selbst, sondern hilft auch meist nur der einen Person in dem Moment weiter. Wie mit Sicherheit die meisten von euch wissen, hat man derzeit die Möglichkeit, die 0.63-Version im Offline-Modus zu probieren. Das bedeutet, ihr spielt ganz alleine, sämtliche Sachen werden klientseitig berechnet und ihr habt die Möglichkeit, da einen kleinen Eindruck zu der kommenden 0.63-Version zu bekommen. Auch da komme ich direkt zu dem allerersten Punkt, und zwar, nichts ist persistent. Es haben sich viele Leute gefragt, warum denn der Charakter nicht gespeichert wird. Es liegt eben daran, dass ihr logischerweise in der Offline-Version auf keinem Server spielt. Alles wird klientseitig, also von eurem PC, berechnet und nichts wird gespeichert. Also das dauerhafte Abspeichern von World-Containern wie Zelten, Fässern oder was auch immer, oder eben das Abspeichern eures Charakters, gerade mit der Ausrüstung, ist hier nicht vorhanden. Das Ziel mit dieser Offline-Version ist ja auch nicht das, euch als Spieler in irgendeiner Art und Weise zu unterhalten, sondern eben verschiedene Mechaniken auszuprobieren, zu testen und gegebenenfalls sogar zu reporten. Damit kommen wir auch direkt zu dem zweiten Punkt, den Animationsfehlern. Die Charakteranimation läuft zum großen Teil noch auf dem alten Animationssystem und somit können verschiedene neue Mechaniken mit dem alten Animationssystem, wie man sich vielleicht vorstellen kann, nicht sehr gut Hand in Hand gehen. Es gibt, wie gesagt, Fehler oder teilweise wird die Animation sogar gar nicht dargestellt. Viele Platzhalter sind auch vorhanden, das fällt gerade beim Craften auf, wenn man die eine Sache craftet oder die andere Sache craftet oder eine völlig andere Sache craftet, sind die Animationen eigentlich gleich. Es sind derzeit nur Platzhalter und werden natürlich in dem Verlauf der Entwicklung logischerweise ersetzt. Der dritte Punkt bezieht sich auf die Waffen. Es gibt natürlich etliche Waffen in DayZ, allerdings in der 0.63-Version, wie schon erwähnt, neues Animationssystem, auch der neue Charaktercontroller, müssen natürlich die Items angepasst werden. Bei den Waffen ist es derzeit nur eine Handvoll, und zwar die AKM, die Scorpion, die UMP, die MP5, die Makarov, die EZH-Rifle und, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ich glaube auch die FNX, das kann ich aber nicht zu 100% sagen. Bei diesen Waffen sind schon sämtliche Animationen, lass es beim Nachladen des Magazins oder des Chamberns sein, direkt vorhanden. Das erkennt man auch sehr, sehr gut und es sieht auch eigentlich sehr, sehr gut aus. Es gibt nur ein kleines Problem, das Schusswaffenverhalten selbst wurde noch nicht bei jeder Waffe angepasst. Das Schusswaffenverhalten, unter anderem der Rückstoß, ist derzeit nur auf die Makarov geschrieben. Wenn ihr also mit einer AKM, einer Scorpion oder OMP in der Weltgeschichte herumballert, habt ihr das Waffenverhalten einer einfachen Handfeuerwaffe. Der vierte Punkt ist das veränderte Inventarmanagement. Das ist ein Bereich, der euch in Zukunft von DayZ sehr, sehr stark begleiten wird und wo ihr auch nichts dran ändern könnt. Ich weiß, dass das Inventarmanagement, also gerade die Nutzung der Hotbar unten mit diesen verschiedenen Tasten und Gedrückthalten der Tasten, auf verschiedene Kritik gestoßen ist. Offensichtlich scheint der ein oder andere damit überfordert zu sein, das ist auch sein gutes Recht und deswegen würde ich jedem von euch empfehlen, gerade in der Offline-Version, diese Hotbar und dieses Inventarmanagement in Anführungszeichen zu trainieren. In der 0.63-Version und in allen kommenden Beta-Updates soll es, so laut den Entwicklern, möglich sein, das Inventar fast gar nicht mehr zu nutzen, sondern eben alles über die Hotbar. Sämtliches Craften, sämtliches Kombinieren der Items, das Nachladen einer Waffe, das Nachladen eines Magazins, kann mithilfe nur von der Hotbar genutzt werden. Eigentlich, so laut Theorie, sollte das Inventar nur noch genutzt werden, wenn man die komplette Ausrüstung tauschen möchte oder die Hotbar-Belegung verändern will. Das ist auch gerade am Anfang, das war bei mir nicht anders, ein bisschen hakelig und umständlich, aber glaubt mir, man kommt ziemlich gut rein und das wird euch in Zukunft, wenn es dann wirklich ums Eingemachte geht, gerade bei PvP-Kämpfen, wenn man sehr, sehr schnell verschiedene Sachen machen muss, wird euch diese kleine Vorbereitung, dieses Training sozusagen, mit Sicherheit sehr, sehr auf den Arsch retten. Der fünfte Punkt, da wurde ich auch sehr, sehr oft gefragt, was das denn eigentlich ist, ist das sogenannte Singleplayer-Tool. Bei dem Singleplayer-Tool habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Items, eigentlich nahezu jedes Item, was derzeit im Spiel ist, einfach spawnen zu lassen. Wichtig an der Stelle ist auch zu wissen, dass ihr sämtliche Sachen, die ihr in die Welt platzieren könnt, von der einfachen Waffe bis zum großen Zelt oder sogar Gebäuden, dass das einfach nur zu Darstellungszwecken dient. Viele Sachen können einfach nicht genutzt werden, das fällt gerade bei den neuen Waffen auf. Und bei den meisten Sachen, die man dann doch nutzen kann, gibt es nach wie vor viele, viele Fehler. Ich würde euch empfehlen, das Singleplayer-Tool nur zu nutzen, um euch durch die Gegend zu teleportieren, also schnell von A nach B zu kommen und um Zombies spawnen zu lassen, damit ihr selber die Waffen testen könnt, ein bisschen rumschießen könnt, schauen könnt, wie die Zombies denn eigentlich so ticken. Wie ihr das Singleplayer-Tool einrichtet, / installiert, werde ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Ihr könnt natürlich auch dieses Tool in der Videobeschreibung herunterladen.
Wie man unschwer erkennen kann, ist das Einrichten sehr, sehr einfach. Ihr müsst aber eins wissen, damit ihr nicht überrascht seid. Solltet ihr die 0.62-Version oder die 0.63 im Stresstest spielen, also online, wird natürlich BattleEye genutzt und BattleEye wiped euch diesen Ordner. Also der wird wieder komplett auf Standard zurückgesetzt und somit ist eben diese Datei wieder in Anführungszeichen original und ihr habt nicht mehr die Möglichkeit, das Tool danach zu nutzen. Ihr müsst jedes Mal, nachdem ihr sowas gemacht habt, diese Geschichte neu einrichten. Das geht aber von Mal zu Mal immer schneller von der Hand und ist wirklich einfach. Die Steuerung von dem Tool selbst, wie ihr verschiedene Sachen bedienen könnt, könnt ihr leider nicht verändern. Die ist ziemlich ungeil gemacht, muss ich gestehen. Ich habe die Steuerung nochmal als Textdokument mit in den Download-Link eingefügt. Ich werde es auch nochmal ganz kurz an der Stelle erklären. Mit der Taste T könnt ihr euch ohne Probleme durch die Gegend teleportieren. Ihr teleportiert euch logischerweise dahin, wo ihr mit dem Fadenkreuz hinschaut. Die freie Kamera könnt ihr ebenfalls nutzen mit der Taste Einfügen. Das Menü, bei dem ihr unter anderem das Wetter und die Tageszeit verändern könnt und verschiedene Items spawnen lassen könnt, die könnt ihr mit der Taste Delete, also Entfernen, die befindet sich neben der Ende-Taste, jederzeit öffnen. Ihr habt hier zum Beispiel die Möglichkeit, verschiedene Sachen einzugeben. Habt ihr ein Item gefunden, das ihr spawnen lassen möchtet, habt ihr die Möglichkeit, dieses Item am Boden, in eurem Inventar oder als Ausrüstung spawnen zu lassen. Den God-Mode könnt ihr mit Hilfe der Ende-Taste, die befindet sich neben der Entfernen-Taste, öffnen. Bei dem God-Mode, das wissen wahrscheinlich die meisten, habt ihr keinen Hunger, keinen Durst und habt keinen Damage-Input. Das ist gerade angenehm, um zum Beispiel die Simulation von Zombie-Horden zu testen. Um die Zombie-Horden zu bekommen, müsste man natürlich auch Zombies spawnen lassen. Das könnt ihr mit Hilfe der O-Taste. Haltet ihr dabei die Umschalttaste gedrückt, lasst ihr Tiere spawnen. Ein Sedan, also ein Fahrzeug, könnt ihr mit der Taste End spawnen lassen. In der derzeitigen 0.63 Offline-Version habt ihr leider aufgrund des noch nicht komplett implementierten Charakter-Controllers und Animationssystems noch nicht die Möglichkeit, diese Fahrzeuge in irgendeiner Art und Weise zu nutzen. Der sechste Punkt bezieht sich nicht mehr zwangshalber auf die Singleplayer-Geschichte, sondern vielmehr auf die Online 0.63-Version, also auf die Stresstests. Auch in dem Bereich wurde ich sehr, sehr oft gefragt, was sind das denn jetzt genau für Tests, wozu dienen die eigentlich und vor allem, wie nehme ich daran teil? Die Stresstests, das ist wichtig zu wissen für jeden Einzelnen von euch, die Stresstests dienen nicht dazu, um euch in irgendeiner Art und Weise großartig zu unterhalten, sondern nur dazu, um verschiedene Daten zu sammeln. Die Stresstests sind bisher ziemlich unregelmäßig und an teilweise sehr, sehr unangenehmen Zeiten, wo die meisten Leute in der Regel arbeiten sind oder in der Schule sind. Das wird sich in Zukunft ändern. Es gab bisher 10 Stresstests, von denen waren 9 relativ kurz, meistens nur 1 bis 3 Stunden und der 10. ging über eine komplette Nacht. Auch die künftigen Tests sollen über einen längeren Zeitraum stattfinden, denn die Entwickler haben schon angekündigt, dass für die zukünftigen Auswertungen eine große Anzahl von Spielern über einen längeren Zeitraum benötigt werden. An den Stresstests selbst kann jeder Spieler teilnehmen, der das Spiel auch in dieser Art und Weise gepatcht hat. Dazu gibt es von mir ein separates Video, der Link in der Videobeschreibung. Die Stresstest-Ankündigung ist grundsätzlich beim DayZ Development Team, also beim Entwicklerteam auf Twitter zu finden. Ich würde wirklich jeden, der an dieser Geschichte teilnehmen möchte, empfehlen, auf die Twitter-Seite zu gehen, auch da der Link natürlich in der Videobeschreibung, und dort dem Entwicklerteam zu folgen. Ihr bekommt, so habe ich das zumindest, eine Push-Up-Benachrichtigung auf dem Handy, sobald ein Stresstest geplant bzw. vorbei ist. Wenn ihr an diesem Test teilnehmt, würde ich wirklich jeden Spieler auch bitten, jeden Fehler, jeden Bug, jeden Glitch, was auch immer, euch einfach zu notieren, im Idealfall sogar ein Bild oder ein Video davon zu machen und wirklich jeden Fehler im Feedback-Tracker zu reporten, auch dieser Link natürlich in der Videobeschreibung, und eure Aufgabe ist es nicht zu entscheiden, ist dieser Bug jetzt eigentlich wichtig oder relevant oder eben nicht. Das ist die Aufgabe des Entwicklerteams, die suchen sich alle wichtigen Infos aus diesem Feedback-Tracker raus, analysieren und versuchen die Geschichten natürlich zu fixen. Jeder Spieler ist eigentlich schon fast dazu verpflichtet, denn dafür gibt es nun mal diese Stresstest-Teilnahme, ist wirklich dazu verpflichtet, jeden Fehler einfach zu melden. Es ist wirklich nicht schwer, geht einfach dorthin auf diese Seite und reportet das Ding. Der 7. und damit der letzte und meiner Meinung nach auch mit der wichtigste Punkt, dass niemand einen falschen Eindruck bekommen soll. Ich lese es am laufenden Band, egal unter welchen Videos, immer wieder wird das Spiel gehatet, in der Luft zerpflückt und das auf der Grundbasis von falschem oder sogar gar keinem Wissen. Ich respektiere von jedem die Meinung, ich kann verstehen, dass viele Leute enttäuscht sind von der Entwicklung, ich kann auch verstehen, dass so der ein oder andere DayZ-Veteran mit mehreren tausend Stunden sich komplett von dem Spiel abgewendet hat. Es gibt trotzdem noch niemanden das Recht, das Spiel selbst und vor allem die Entwickler so unfassbar respektlos stellenweise zu behandeln. Das ist einfach nur verdammt unfair und niemand zwingt euch, dieses Spiel
zu spielen. Für jeden von euch, der eine vernünftige Kritik äußern kann, konstruktiv und fair bleibt, kann das natürlich sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese diese Kommentare unfassbar gerne. Ich diskutiere hier und da auch gerne mit. Und natürlich macht das auch gerade irgendwie diesen Charme aus, zusammen als Community die Entwicklung eines Spiels mitzuverfolgen. Wenn ich allerdings in den Kommentaren lese, warum denn nach 5 Jahren immer noch kein Heli im Spiel ist, weiß ich, dass offensichtlich die letzten Infos der letzten 5 Jahre auch von demjenigen komplett ignoriert wurden. Wie gesagt, eure Meinung ist sehr gerne gesehen, aber bitte bleibt einfach nur fair. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen helfen. Gerade die Neuankömmlinge oder eben zukünftigen Spieler können hoffentlich mit Hilfe dieses Videos ein paar Eindrücke gewinnen. Und bitte, bitte, ich sag's immer wieder, sowohl die Offline-Version als auch die Stresstests zeigen in keinster Weise die finale 063-Version oder die generelle Zukunft von DayZ im Beta-Status. Die Beta-Version ist ein sehr, 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 sehr großer Meilenstein und wird viele Spieler zurückholen, auch wenn viele von euch der Meinung sind, das Spiel ist tot, es wird nie wieder so aufleben, wie es einst mal war und der Hype ist vorbei. Das kann natürlich gerne sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass viele, viele Spieler ihren Weg zurück in das Spiel finden werden. Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Ich würde mich natürlich über eine Bewertung freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und mich würde auch eure Meinung zu dem Thema interessieren. Nochmal ein großes, großes Danke fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank für sämtliches Feedback. Vielen Dank für sämtlichen Support. Und ich hoffe, wir sehen uns in dem nächsten Video oder sogar im nächsten Livestream wieder. Bis dahin, euch noch einen traumhaften Tag. Bis dann. Ciao.